Ja, liebe Rasenfreaks, diese Ecke ist ein Drama. Der Rasen ist insgesamt gut. Es gibt zwei Stellen, die sind gruselig. Die eine Stelle ist die hier. Da ist der Rasen total am Vertrocknen, obwohl es hier heftig geregnet hat. Ich habe jetzt hier zwei Werkzeuge für euch. Einmal den Schraubendreher, den klassischen Schraubendreher. Und dann kann man schon mal prüfen, ob man überhaupt in den Boden reinkommt. Und man sieht, das ist total hart. Da geht gar nichts. Gar nichts. Das ist total hart. Jetzt machen wir den zweiten Test. So. Ja, man sieht, die Wasseraufnahme ist echt grenzwertig. Hätte gedacht, dass es noch ein bisschen schlimmer ist, aber das geht noch. Wir gehen noch mal auf hier auf eine ganz merkwürdige Stelle. Und zwar die Stelle hier. Seht ihr das? So, und jetzt. Guck mal, wie das hier aussieht. Da. Genau. Seht ihr das, Freaks? Der Tropfen bleibt einfach hängen. Ich hoffe, er stellt das jetzt scharf, ey. Das ist der absolute Oberhammer. Der Boden ist hier völlig hydrophob. Der nimmt überhaupt kein Wasser an. Er stößt das Wasser richtig ab. Hydrophobie. Dagegen gibt es sogenannte Wetting Agent Produkte, die dieses Abstoßen des Wassers vom Boden reduzieren. Ich sage mal, letztendlich ist das nur eine Art Spüli. Das ist natürlich mehr als Spüli. Das sind richtig hochwertige Produkte, die man im Profibereich verwendet, die man auch als Privatmann kaufen kann. Das ist jetzt nicht verboten. Das sind aber sehr teuer, die Produkte. Ich habe hier jetzt einmal eine Probe bekommen von einer Firma, ist völlig egal welche Firma, gibt es auch von Compo und gibt es auch von anderen Herstellern. In Amerika ist das schon richtig der Hype. Man nennt das auch Liquid Aeration in Amerika, also flüssige Aerifizierung. Das heißt nämlich, man braucht eigentlich gar nicht mehr Löcher in den Boden bohren. Man streut zum Beispiel so ein Granulat auf den Boden. Das habe ich jetzt hier schon getan und jetzt werde ich das den Rasen kräftig bewässern. Und dann zieht und dringt dieses Granulat in den Boden rein. Und dann gucken wir morgen mal oder übermorgen mal, ob sich dann jetzt hier nachhaltig die Wasseraufnahmefähigkeit verbessert hat. Das ist eine interessante Sache. Damit kann man auch Wasser sparen, weil eben der Boden das Wasser besser aufnimmt. Eine ganz tolle Sache für den Sommer. Leider noch zu teuer, finde ich, für den Privatmann. Warum das so ist, weil es so wenig Abnehmer gibt, ich weiß es nicht. Vielleicht kriegen wir bald mal Produkte, die man hier auch als Privatmann kaufen kann. Ihr werdet es jetzt gleich sehen. Man sieht das so ein bisschen, das fängt also richtig an zu schäumen. Da sieht man es. Das fängt richtig an zu schäumen. Wie Spüli. Und das erzeugt genau diesen Effekt. Hier sieht man wunderbar und damit wird hoffentlich jetzt hier der Boden kräftig verändert. Ja, rettet den Durchbruch. Heute ist Sonntag, der 21. Juni. Wir haben Sommersonnenwende. Ein fantastischer Tag, ein wunderbares Wetter. Nächste Woche soll es auch richtig heiß werden. Jetzt heißt es natürlich, möglichst optimal und effizient bewässern. Da sind Trockenstellen natürlich das, was wir überhaupt nicht wollen. Und deswegen bin ich super froh, dass jetzt hier mein kleines Experiment mit dem Wetting Agent gut funktioniert hat. Denn die Trockenstelle ist schon fast weitestgehend weg. Ja, wir hatten ja hier diese Trockenstelle, hier hatte ich auch getestet. Wir haben jetzt allerdings zweimal nacheinander relativ stark bewässert.
von Donnerstag auf Freitag und Freitag auf Samstag. Heute ist Sonntag. Das sieht schon richtig gut aus. Wir machen nochmal hier den Test. Ob ich jetzt ganz genau die gleiche Stelle. Es ist immer noch relativ hart, okay. Oh, aber ist noch gut durchfeuchtet. So, jetzt gehen wir ein bisschen dichter. So, und jetzt gucken wir mal. Ja, es ist total wahnsinnig. Okay, eine Stelle. So, nochmal eine zweite Stelle. Oh ja, hier ist immer noch hart. Der Boden ist immer noch wirklich hart. Also. Aber die ganze Probe ist relativ dunkel. Auch hier nochmal, hast du es scharf? Hier nochmal testen. Aha, guck. Ganz oben, nee, naja, es geht. Es ist, hier ist noch nicht ganz perfekt. Hier ist es oben tatsächlich, hier unten ist es völlig, hier oben war es noch ganz leicht hydrophob. An der obersten Schicht, die oberste Grasnarbe. Also kurz vor dem Rasen war es noch ganz leicht hydrophob. Da unten war es aber überhaupt nicht mehr hydrophob. Auch sehr gut, obwohl diese Stelle noch sehr, sehr hart war. Jetzt gehen wir noch mal zur dritten Stelle. Ich hole noch mal Wasser. Hier sieht man das auch noch, wie das noch hier so ein bisschen heller ist. Hier ist noch das Loch, ne, mein Loch, mein letztes Loch von meiner Probe. Da ist auch noch ein Loch von der Probe. Jetzt mache ich mal direkt daneben. So. Und man sieht, wie schön hier das Gras schon wieder nachkommt. Probe gezogen. So, Wasser. Da. Ja, es ist ja unglaublich. Ja, ganz leicht hier noch. Ganz leicht hydrophob noch. Hier ist es immer noch hydrophob. Guck an. Da gibt es immer noch eine hydrophobe Stelle. Da. Genau. Seht ihr das, Freaks? Der Tropfen bleibt einfach hängen. Hier war es noch ein bisschen hydrophob, aber es geht. Es ist deutlich besser geworden und es ist ja auch erstaunlich, wie diese Stelle jetzt schon wieder grün wird. Ganz ehrlich, das ist echt eine gute Sache. Ne? So ein Wetting Agent, also ein Mittel, um die Oberflächenspannung zu reduzieren, im Boden zu reduzieren, damit der Boden besser das Wasser aufnehmen kann, halte ich für ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wie schon gesagt, die Amerikaner nennen das Liquid Aeration, also flüssiges Aerifizieren mit diesen Mitteln. Die sind hier leider echt viel zu teuer in Deutschland und gibt es auch nicht in den richtigen Mengen für unsere kleinen Gärten, unsere kleinen Rasenflächen. Aber das Zeug ist cool. Ich habe mir jetzt noch mal von einem meiner Zuschauer eine kleine Menge von Compo Kick besorgt. Compo Kick ist auch ein Wetting Agent und das könnt ihr kaufen. Ich sage euch, das ist schweineteuer. 2,5 Liter, 180 Euro. Es ist unverschämt. Ich habe eine kleine Menge bekommen. Super netterweise, vielen Dank. Und ich habe ja hinten noch zwei Trockenstellen. Die zeige ich euch jetzt nochmal. Hier seht ihr auch, also wie hier der Hügel. Ich hatte das schon mal gezeigt bei meinem Bodenstecher, wie hart hier der Boden war. Jetzt habe ich schon wieder kein Wasser. Hier würde ich jetzt auch nochmal gerne testen. Das ist... Der Boden ist hier so hart, oh, da kommt es überhaupt nicht rein. Das macht das Teil kaputt. Das ist krank, ey. Wie hart hier der Boden ist. Ich hole noch mal schnell Wasser. Moment. Seht ihr das? Seht ihr das, wie das Wasser da oben abperlt? Oben an der Grasnarbe. Hier unten auch. Hier ist es, da unten ist es jetzt wieder ein bisschen... Aber hier, es ist ja Wahnsinn. Auf dem Abschlag habe ich das auch nochmal. Hier seht ihr auch da, ganz trocken, richtig trocken. Hier direkt daneben, fantastischer Rasen. Hier, total trocken. Bisschen weiter, hier auch noch trocken, aber hier wieder fantastischer Rasen. Hier habe ich, in dieser Fläche habe ich auch eine Trockenstelle, obwohl hier ganz gleichmäßig bewässert wird. Da ist es schön, ne? Hier ist es schön
Und hier zieht sich so eine Trockenstelle längs. Ich hole nochmal Wasser. An sich, der Boden ist auch relativ hart und trocken. So, hier sieht man sehr schön hier eine alte Sandschicht. Die habe ich mal mit Quarzsand gesandet. Na, sieht man hier, und dann hat sich der Boden hier aufgebaut. So, und jetzt gucken wir mal. Ja, ich bin fassungslos. Ganz oben an der Grasnarbe, da wo auch der Sand liegt. Ich habe ja hier oben auch nochmal gesandet. Keine Wasseraufnahme. Hier keine Wasseraufnahme. Überhaupt nicht. Jetzt schön Wasser alle. Das sind die Trockenstellen. Wir machen jetzt nochmal direkt daneben im Vergleich, da wo der Rasen schön grün ist. Direkt daneben machen wir das nochmal. So, nochmal Wasser holen. Warum hole ich keinen Becher? Nochmal zur Erklärung. Mein Rasensprenger sitzt da genau in der Ecke und sprengt hier im Winkel von 90 Grad gleichmäßig einmal rum. Das heißt, dieser vordere Bereich hier des Bogens wird völlig gleichmäßig bewässert. Da ist es Schrott. Jetzt messen wir da. Hier machen wir jetzt hier im gleichen Abstand hier. Schon deutlich weicher der Boden. So, sieht man auch ähnliche Verhältnisse. Hier sieht man wieder die Quarzsandschicht. Hier oben auch so ein bisschen Sand drin. So, jetzt sind wir mal gespannt. Jetzt schauen wir mal. Seht ihr das? Jo, das ist scharf. Das ist unfassbar. Das darf doch nicht wahr sein. Alles hier gleich gemacht. Da eine Trockenstelle, fragt mich nicht, woran das liegt, woher das kommt. Hier der Boden fantastisch, super Wasseraufnahme. So, jetzt kommt hier Kick, jetzt kommt Wetting Agent auch hier drauf. Wir werden die ganze Fläche jetzt hier einsprühen und dann wieder nach 2 Wochen mal schauen. Eigentlich müsste nach 1 Woche das schon deutlich anders sein, ob dann der Rasen hier schnell wieder grün wird. Ist also, finde ich, ein total spannendes Thema. Okay, jetzt ist das Video endlich vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Warum sprühst du eigentlich nur alles ein? Warum sprühst du jetzt nur nicht punktuell die Fläche ein? Du hast recht. Ich kann natürlich auch nur jetzt. Okay, können wir auch machen. Also meine Frau hat schon wieder den heißen Tipp zum Schluss. Also ich mache jetzt nur die Flächen, da braucht man ja nicht viel, sprühe ich nur so ein bisschen drauf. Und man sollte auch durchaus danach beregnen, wenn man kann, also die Bewässerungsanlage anmachen, damit das Zeug auch schnell in den Boden reinzieht. Vielleicht geht es auch mit Spülmittel, und zwar natürlich biologisch abbaubar, 100% biologisch abbaubares Spüli wäre auch eine Möglichkeit. Auch Spüli eliminiert ja die Oberflächenspannung von Wasser. Und man kann im Biogeschäft wirklich totales Naturprodukt kaufen, eben völlig biologisch abbaubar. Und das könnte man hier auch raufgießen oder raufsprühen. Die Dosierung kann ich euch nicht genau sagen, weil es eben nirgends steht. Ich habe jetzt schon mal gesagt, 50 Milliliter auf 10 Liter Wasser bis 100 Milliliter auf 10 Liter Wasser kann man mal versuchen. Wäre auch eine Alternative, könnte man hier auch mal machen als Alternative, aber jetzt will ich jetzt mal dieses Profizeug benutzen, weil das ist genau dafür da und das ist auch zugelassen und auch für die Biologie, für die Bodenorganismen völlig ungefährlich. So, jetzt schmeißen wir die Beregnung nochmal an für eine halbe Stunde. Lass das gleich mal einregnen, das Zeug, und dann war es das. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich glaube, diesen Film kriege ich heute nicht mehr zu Ende. Jetzt sieht man hier auf der frisch bewässerten Stelle hier so einen dunkelgrünen Fleck. Genau die Fläche, die ich hier gerade besprüht habe. Und hier weiter hinten, und da sieht man, wie die Wassertropfen auf den Halmen hängen bleiben. Und da ist es dunkelgrün und satt. Und da fließt das Wasser sofort weg in den Boden. Hier ist genau die Grenze. Hier ist es feucht. Und wenn ich jetzt das hier wegwische, das Wasser, ist es hier auch grün. Und hier ist es von selbst grün. Der Wasserspeicher kommt.
Wahnsinn.